zwar geht der hier zur Neige langsam. Das ist auch schon einer. Der da oben geht auch langsam zur Neige. Und hier sieht man, wenn die dunkle Macht auch runtergeht, der hat auch noch 35.000. Es ist zwar noch eine Menge, aber das geht alles hier zur Neige. Der hat noch 3,3 Millionen, der dauert noch ewig. Und wenn die dann weg sind, diese Teile, kann man sozusagen die plündern, weil es dann laut Spiel niemandem gehört. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass man nicht mal Schutz vor irgendwas hat. Ich sehe hier liegt Loot. Könnte sein, dass ich das gewesen bin, aber ich gucke trotzdem mal nach. Diese Teile hier, die roten Kästchen, sind Sachen angekennzeichnet, dass da was auf dem Boden liegt. Was wird nicht angezeigt? Ich habe mal jetzt hier Glück gehabt, auch dass man dieses Rattenauge habe ich bekommen. Da lag einfach hier auf dem Boden. Lag hier einfach auf dem Boden, genauso die Gulden, also die Währung. Finde ich auch schade, dass die nicht in irgendeiner Extratasche oder so ist. Das ist einfach so. Jetzt will er mich veräppeln. Jetzt. Also sofort zeigt er mir manchmal nicht an, was da liegt. Das ist. Ja, es werden alle so eine Dinger jetzt sein. So. Da. Und hier ist noch einer. Der scheint aber neu zu sein. Da haben wir nochmal Loot. Also ich gucke mich immer genau um, wenn es geht, wegen den ganzen. Weil es wird überall random gespawnt anscheinend mit den ganzen Ressourcen, die es so besonders gibt, wie Kristalle und so weiter. Die ganzen Kräuter und, und. Das heißt aber auch, man kann an dem einen Tag da mal was finden und an dem anderen Tag mal nichts. Da hinten war noch mal Loot, aber ich glaube, da ist eher Uninteressantes wieder drin. Ja, ich liebe Baustellen. Ich habe leider bei mir unter dem Fenster und so immer noch Baustellen. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Es wäre echt schade. Okay, da ist echt nichts Interessantes drin. Dann ändern wir die Richtung, wo wir hingehen, und zwar in diese. Ich habe noch ein Problem, und zwar die antike Kreissäge. Ich habe jetzt zwei Stück gebaut. Das wird da oben auch angezeigt, dass ich zwei Stück habe, aber ich kann irgendwie die nicht setzen. Ich kann sie auch nicht auseinandernehmen oder so. Das ist echt schade. Okay, hier haben wir nochmal einen Turm. Daran binden wir uns. Wird sich zwar trotzdem nichts ändern, wenn ich sterbe, dass ich da hingehe, sondern irgendwo anders hin oder so. Aber naja, also ich bin jetzt von hier, wo wir gestartet sind, das ist ja da, wo wir hier wohnen, gewohnt haben, mehr oder weniger, gehe ich jetzt hier einfach mal so quer durch die Map. Also versuche ich immer, aber irgendwie, ich habe mal bis hierhin geschafft und dann bin ich vom Server geflogen. Ich habe es bis hier fast hingeschafft, wo ich mir das angucken wollte, ob ich da wohnen will. War ich ganz kurz davor, boom, war ich wieder da. Und da dachte ich mir so, nö, jetzt bleibe ich doch beim Wandern. Ich habe mir immer überlegt, ob ich irgendwo mich niederlasse oder so. Aber jedes Mal, wenn du dann einen Arschtritt kriegst mit, nö, ist nicht. Ja, da denke ich mir mal, okay, dann wandern wir. Ich bin ja sowieso hauptsächlich eher ein Interesse am Leveln und sowas alles. Ich versuche die Forschung, ich habe ja viel immer auch außerhalb des Aufnehmens immer weiter gemacht, habe hier sehr viel weiter vorangetrieben, die ganze Heilsache, die Mixturen, die ganzen Kampfsachen und sowas alles. Die unteren beiden Amulette der Ratte oder verbesserte Behälter, die werde ich erstmal nicht machen können, weil das sind 1000 Forscherpunkte. Das ist schon ein paar Nächte das Spiel laufen lassen und das ist echt übel. Und das dürfte eigentlich nicht Sinn der Sache sein, dass man den Rechner laufen lassen muss über Nacht, damit man am Tage genug Forscherpunkte hat, um mal voranzukommen. Ansonsten, gut, man kann es natürlich so machen, während man spielt, natürlich kann man nochmal die Forscherpunkte, aber ich will ja als Let's Playerin das ein bisschen schneller haben, damit ich euch auch was zeigen kann, weil die ganze Zeit hier nur so durch die Gegend laufen ist nicht wirklich so richtig spannend, denke ich mal, für euch. Ja, warum gucke ich immer so hin und her? Ja, weil ich wahrscheinlich immer nach den Rohstoffen suche. Also, ich möchte sehen, was hier los ist.
Kann ich hier irgendwas Gutes haben? Ich brauche nämlich auch die Heilpacks und sowas alles. Und die sind auch nicht gerade billig. Wir haben 200, fast 300 Punkte. Ich hatte jetzt vor, ja, die Kurzklingen zu machen. Backsteinherstellung. Ach, sowas brauche ich noch nicht. Das ist ja für, also das ist für den Häuserbau hier, Mauern und Backsteinzeugs und Behälter. Das kommt wirklich erst spät. Das kommt spät. Jetzt selber möchte ich am liebsten erstmal die Rohstoffe für bessere Sachen und sowas sammeln. Ich habe erfahren, dass es hier zurzeit nur Kohle, Zinn, Kupfer und Eisen gibt. Die anderen Metalle, Materialien, Dinger kann man anscheinend noch nicht so wirklich. Oder zumindest nicht ich abbauen. Wahrscheinlich noch zu schlechte Spitzhacke oder irgendwas. Auf jeden Fall sagten die mir, dass das das Einzigste zurzeit ist, was man ho sich holen kann. Aber das Spiel zeigt schon mehrere Sachen an. Titan und Mithril oder was das da war und alles Mögliche. Nee, hier ist auch nichts. Okay, mal kurz hier gucken. Und zwar brauche ich 20.000 Erfahrungspunkte bereits, damit ich auf Stufe 6 komme. Ich habe 11.000 gerade mal. Also ich habe das Gefühl, dass sich das immer verdoppelt und wenn das wahr ist, dann wird es echt irgendwann mörderisch. Das ist übel. Vor allem so, wie ich levele. Es ist, so nenne ich mein Leveln hier. Yay, ein Stock, ein Gehen. Yay. Ja, ich habe jetzt das letzte Mal bei Stärke was reingekloppt. Ich habe ja vorher zwei in Gesundheit reingetan und in Genauigkeit habe ich auch schon mal einen reingehauen. Und die Fertigkeiten sieht man, die Anzeige finde ich ziemlich verwirrend. Warum 60,0426, 7 hier von 100 in leichte Schnittwaffen? Wieso so schlechten Gain? Warum? Das Spiel ist echt auf Zeit aufgebaut. Und hier habe ich immer noch nur die beiden. Die anderen, die wollen nicht wirklich. Da habe ich es versucht. Das verschwindet bei mir wieder. Ich weiß nicht warum oder so. Auf jeden Fall müssen da die Entwickler noch ein kleines bisschen was machen. Wir gehen aber weiter. Wir wollen ja nicht die Taschen vollschmeißen wieder mit diesen ganzen Stöckchen. Ich habe hier die ja extra verarbeitet, damit ich die los bin. Aber happy, ich habe Kristalle, das ist. Ja, das ist gut. Wir können ja mal gucken, nochmal kurz hier. Wollten wir die denn? Ach, das mussten wir an der Werkbank bauen, ne? Das war doch irgendwie so. Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal, ob wir was finden. Ja, da sind Gegner. Und da ist Schießpulver. Da wollen wir hin. Das will ich haben. Das will ich haben. Wo ist er? Da bin ich. Okay, dauert ein bisschen. Okay, er baut schon ab, bevor er da ist. Ich muss mir die Stelle merken, weil ich da dann gleich nach einem Samen gucken muss. Hallo? Wieso baut er nicht mehr ab? So, jetzt geht's weiter. Oh, da fängt auch schon eine Wüste an. Okay. Ich finde die Knäule hier super. Habe ich ja hier, habe ich schon, okay. Okay. So. Den letzten abarbeiten. Dann auf das wechseln. Und. Oh, geil. Nein, was? Kiefersamen? Bei Schießpulver Kiefersamen? Markiere ich mal daneben, dass das. Oder nein, wartet. Ich lege das daneben, dann weiß ich, dass das da zusammengehört. Das müssen wir dann mal ausprobieren, weil. Wieso. Da? Hä? Bin jetzt überfragt. Kurzschwert würde ich gerne machen. Und zwar muss ich die kurze Kupferklinge herstellen.
Hier kann ich sie nicht. Hier ist nur Steinklinge und Knochenklinge. Und sonst nirgendwo. Und hier haben wir als Kupferklinge, aber keine kurze Kupferklinge. Und das ist das Problem bei mir zurzeit. Ich könnte ein Messer herstellen, ja, aber das bringt mir ja nichts. Schlagring habe ich auch schon ein, aus Eisen. Allerdings auch nicht wirklich besser als die anderen Waffen. Jetzt gucken wir hier und da nochmal. Gucken wir mal, ob wir jemanden einzeln kriegen. Nee, kriegen wir nicht. Schade. Ja, dann gucken wir nochmal kurz. Dann gehen wir nach unten. Ein Stück nach unten. Ein Stück nach unten. So, ich werde mir noch ein bisschen die Gegend angucken. Ich werde versuchen, noch hier und da interessante Sachen zu farmen. Zu gucken, wie ich hier und da was besser kriege. Vielleicht ein bisschen kämpfen, wenn es klappt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich wieder ein gutes Stück vorangekommen bin im Spiel. Und zwar gab es eben gerade ein Server-Update, beziehungsweise ein allgemeines Update. Der Server wurde gerade angewiesen, dass der runtergefährt. Wir sollen doch bitte ausloggen. Und er kommt sofort wieder. Er ist auch sofort wieder gekommen. Das ging wirklich schnell. Und ich habe gesehen, es gibt ein Update. Und zwar bei Technologie. Es war ja, ihr erinnert euch vielleicht, einfach nur so eine stumpfe Liste, was man alles noch leveln kann. Und dann hatte man keine Übersicht, was kommt denn danach und was ist denn besser. Und man konnte nicht wirklich, man konnte es einfach anklicken und sagen, ja gut, das lerne ich dann jetzt. Mal gucken, was danach kommt. Jetzt sieht man, das Ausgegraute habe ich bereits alles gelernt. Wir gucken einfach mal Waffen und Werkzeuge. Hier fehlt das letzte primitive Radar und dann wäre das das letzte, dann aus der Reihe. Hier unten habe ich schon verbesserte Armbrüste gelernt. Und Sprenggranaten kann ich auch lernen. Grundlagen der Schusswaffen kann ich auch lernen. Oh mein Gott. Splittergranaten, Rauchgranaten kann man hier lernen. Verbesserte Rauchgranaten. Ja, okay. Militärarmbrüste, was gibt's danach? Verbesserte Militärarmbrüste. Nein, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Gut, und wenn man das jetzt theoretisch lernen will, macht man einmal so und dann lernt man das und dann kann man das nächste freischalten. Hier oben, was haben wir denn hier? Nahkampf, Werkzeuge, Nahkampf, Nahkampfwaffen, verbesserte Werkzeuge, Schraubschlüssel. Ich weiß nicht genau, was das jetzt für eine Steigerung sein soll, ob man hier dann gleich mit Schraubschlüssel ohne Schrauben rumrennt, weil hier ist das schon ziemlich primitiv noch gehalten. Verbesserte Schnittwaffen ist noch nach schwere Nahkampfwaffen. So, was haben wir hier oben? Verbesserte Fallen, Eisenfallen, Schießpulverfallen. Ich habe genug Schießpulver, das wäre echt cool. Sprangnellfallen? Spillenfalle, Schabenfalle? Die habe ich doch gar nicht gelernt, oder? Nö. Die Fallen darunter sagen mir nichts, aber ich glaube, das sind die beiden, die sind die Sachen, die dann freigeschaltet werden. Schaufelhacke verbessert, Schraubschlüssel, Langschwert, Streitkolben. Ja, das ist eine Menge. Das gefällt mir. Rüstung, wie sieht's denn hier aus? Oh, ich bin kurz vorm letzten hier. Einmal noch den Kopfschutz und dann einmal den Rumpfschutz. Okay. Das ist cool. 300... Also 800 Punkte, also Forscherpunkte brauche ich, um das zu können. Industrien und Bau. Wie weit sind wir denn da? Oh, da haben wir es noch weit. Hier unten einmal die Behälter. Das kostet 1000. Hier die Mauer nochmal 100. Dann haben wir hier oben Bearbeitung. Brechwerk. Entsafter. Laboratorium. Oh, das ist cool. Webstuhl. Kreissäge. Eisenpresse. Oh, das kostet auch schon 1000. Ach du Heiland. Untergeschoss und sowas kann man alles. Kleines Untergeschoss kann man alles lernen. Ich habe mal bei einem gesehen, da hat er so einen Stand gehabt, wo stand kleines Untergeschoss. Also da braucht man 5000 Punkte plus die davor. Das ist heftig, sage ich mal so. Das ist echt heftig. Gut, Medizin. Oh ja, da bin ich auch schon ziemlich weit. Das alles habe ich hier schon. 1000 für das Rattenamulett. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Ich weiß es nicht. Amulett der
Heimreise, Amulette, Heimreise, Amulette, Rückkehr. Okay, da kannst du dann hin und her porten, wahrscheinlich. Hört sich sehr gut an, aber dazu brauchen wir erstmal das Rattenamulett. Heilkunde. Gegenmittel, Stützverband, Gipsverband. Gipsverband hatte ich eigentlich schon, dachte ich. Gefährliche Mixturen. Adleraugentrank, Alkohol. Das ist wirklich eine wichtige, ja, Heiltranksache hier. Das ist ein gutes Heilmittel, Alkohol. Für die Wunden, nicht zum Trinken, ihr. Ach, was ihr denn wieder denkt. Materialien. Spitzhacke. Hä? Spitzhacke habe ich doch schon gelernt. Was soll der Blödsinn? So, dann Backsteinherstellung. Die beiden. Und dann bin ich auch schon. Oh, geht's hier nach unten? Oh, hier ist noch mehr. Ach, das habe ich alles hier schon gelernt. Die Klingen und Pfeilspitzen und so weiter. Okay. Kann man auch weiter runter scrollen als nötig. Okay. Wir sind dann hier schon. Da ist was überlappend mit irgendwas Grauem oder so. Ich kann das jetzt nicht sehen, was das ist. Irgendwas verbesserte Kurzklinge oder Klinge oder irgendwas. Auf jeden Fall weiß ich es nicht. Da steht irgendeine Zahl drin, 100, 400 oder irgendwas. Und in Grau weiß ich nicht, was da steht. Langen Klingen haben wir hier ein paar Ketten, verbesserte Ketten. Oh. Ketten, Dorn, Verbindung, Verbindung. Stahlkette, Titankette, Eisenkette, Bronzekette. Ich weiß nicht, wofür die Kette ist. Ob das jetzt mit einer Rüstung gemeint ist oder. Ich bin etwas verwirrt, aber schön wäre es, wenn man das schmieden könnte. Also wir haben auf jeden Fall jetzt eine bessere Übersicht. Zwar mit einem kleinen Fehler, was man ja gesehen hatte, da dass das zwei Sachen überlappend war. Aber das sieht doch schon mal richtig geil aus. Und so kann man sich auch besser so Gedanken machen, was man am besten erstmal skillen möchte. Ich mache das nämlich so auf Zeit hauptsächlich, um bessere Rüstung erstmal zu bekommen. Allerdings kann ich die Materialien dafür nicht besorgen. Deswegen dachte ich mir eigentlich andererseits, bräuchte ich dringender die ganzen Waffen und so, damit ich besser eben halt Schaden mache. Ich überlege mir, ob ich erstmal das Radar hole, aber bis jetzt habe ich es nicht gebraucht. Ich glaube, entweder den Nahkampf und das da oben oder hier unten. Schusswaffen. Ich könnte schon auf Schusswaffen gehen. Ich habe jede Menge Kupfer da. Ich habe 300 Kupfer oder so. Also ich muss es mir auf jeden Fall mal überlegen. Ich bin jetzt hier hauptsächlich so am Arbeiten sozusagen. Ich habe hier alles schon weg. Gefällt, was in der ganzen Umgebung ist und hat, das ist alles hier von mir, das ist alles Holz, was ich nicht gebrauchen kann. Anderes habe ich schon weiterverarbeitet, aber es geht auch eben halt ums Leveln. Ich bin jetzt fast Stufe 6. Und ja, ich versuche eigentlich das Kupfer nicht mehr zu holen, sondern das Eisen. Und das gibt es eben halt leider nur in den Kupferadern. Zumindest hauptsächlich. Gucken wir nochmal. Genau, wir müssen das Ding hier umgraben, sozusagen, um unser Eisen zu bekommen. Anderes gibt es angeblich noch nicht. Es sei denn, es kam jetzt mit dem Update. Ich habe das noch nicht genau durchgelesen, aber ich habe schon mal ein paar Änderungen gesehen und da dachte ich mir, ich erzähle euch das mal direkt.